jetzt quasi das Herzstück dieser Ausstellung. Und mein diesjähriges Lieblingsprojekt, der Glaspulle, der aus vielen verschiedenen Glasscherben zusammengesetzt wurde. Innen drin befindet sich ein Fazilett, das die Form vorgegeben hat. Der Sockel ist aus Beton gegossen und für alle die, die sich jetzt fragen, das ist doch eine Hartschaum-Ausstellung, wo ist denn hier bitte schön der Hartschaum? Schaut mal auf die andere Seite, die Aufnahme für den Stier habe ich natürlich aus Hartschaum gemacht. So geklopft kann nur ich sein, dass ich einen fast 50 Kilo schweren Glasbullen an ein bisschen Hartschaum klebe. Was macht ihr denn noch hier? Hier, da geht es zum nächsten Video oder da unten, da habe ich euch die Playlist mit einem Sehensvideo zu. Oder noch besser, wir kommen vom 15.09. bis zum 27.10. einfach nach Hornau zum Museum und schaut euch die Ausstellung vor Ort an. Die Ausstellung ist immer Donnerstag und Sonntag geöffnet von 14 bis 16 Uhr und am Samstag und Sonntag könnt ihr mich dort auch treffen. Ich freue mich auf euch, macht's gut und bis bald.